Wir haben heute Abend die große Ehre, den großen Schauspieler Jürgen Prochnow in unserem Kino zu begrüßen, der bereits den Vorgängerfilm des heutigen Abends Remember vom Atom Ogoyen vorgestellt hat. In wenigen Augenblicken wird er freundlicherweise den Film vorstellen, den Sie gleich sehen werden, eine Handvoll Wasser, unter der Regie von Jakob Zapft, den wir heute Abend ebenfalls in unserem Haus begrüßen dürfen. Ja. Hallo, Jakob. Beide Herren werden im Anschluss an den Film in einer von der Leiterin der Presseabteilung des DFF, Frauke Haas, moderierten Diskussion mit Ihnen, unserem Publikum, im Gespräch kommen. So, Jürgen Prochnow, who needs no introduction, ist einer der ganz seltenen deutschen Filmstars, die in Deutschland ebenso erfolgreich waren wie in Hollywood. Er war ein beeindruckender Protagonist der neuen deutschen Kinos, Hauff, Schlöndorff, Fassbinder. Und wie Sie allen wissen, war seine Rolle als U-Boot-Kapitän in Das Boot dann von Wolfgang Petersen ein großer Durchbruch. In Hollywood arbeitete er mit großen Namen wie Marlon Brando, Charlton Heston, Donald Sutherland, Demi Moore, Susan Sarandon, Sylvester Stallone und vielen anderen. Er hat in allen Genres gearbeitet, von David Lynch's Dune, Zoom, The English Patient und Air Force One, bis zu John Carpenter's Horror-Klassiker In the Mouth of Madness. Jetzt dreht ihn wieder in Europa und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend zwei seiner jüngsten Werke vorstellt. Remember? Von Atom Ogoyen und Eine Handvoll Wasser vom Frankfurt-Regisseur Jakob Zapf. Es ist eine große Freude, dass er Filme für eine Hommage-Reihe ausgewählt hat, die den ganzen Juli über zu sehen sein wird. Und er wird mit Ihnen einige Gedanken über die Auswahl teilen, die er aus seiner illustren Karriere getroffen hat. Herzlich willkommen, der unvergleichliche Jürgen Prochnow. Und unsere Frauke Haas. Ja, guten Abend. Ich vertrete meinen Kollegen Urs Spörri, der leider da niederliegt am Münchner Filmfest in irgendeinem Hotel der Arme. Er hätte hier gern das Gespräch mit Ihnen geführt, das wissen Sie, Sie hätten es auch gerne mit ihm geführt. Sehr gerne, ja. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ja, wir haben eine klitzekleine Hommage für Sie, beziehungsweise Sie haben die Filme zusammengestellt, die Ihnen wichtig sind, oder einige wenige Filme, die Ihnen wichtig sind aus Ihrem riesigen Werk mit dutzenden Filmen. Aber schon die kleine Filmauswahl macht deutlich, dass die Bandbreite Ihres Werks ganz schön vielgestaltig und breit ist und groß ist. Und die genannten Regisseure, Anthony Minghella gibt es auch noch. Ich wiederhole die Namen jetzt nicht nochmal. Sie haben mit unglaublich vielen wichtigen anderen Schauspielern und Regisseuren gespielt. Den Anfang haben Sie gemacht in den 70er Jahren mit auch zahlreichen, heute sehr, sehr bekannten Regisseuren des neuen deutschen Films. Am Anfang mit Fassbinder, Händler der vier Jahreszeiten, war, glaube ich, noch eine sehr kleine Rolle. Da war ich leider nicht dabei. Das ist eine Fehlinformation. Okay. Ich war mal in Bochum am Theater engagiert, unter Peter Zadek, der 1972 ist das gewesen, dieses Theater übernommen hat. Und da kam der Fassbinder sozusagen als Oberspielleiter mit seiner ganzen Gruppe, zu dem Theater auch und hat auch da zwei Inszenierungen gemacht, aber hauptsächlich hat er Filme gemacht, was er auch immer gemacht hat. Und ist dann auch nach einem Jahr auch wieder verschwunden. Und da gab es eine Produktion, das hieß Zärtlichkeit der Wölfe. Und das hängt immer noch in meiner Biografie drin. Da habe ich einen Drehtag bei Uli Lommel gehabt. Und das ist das einzige Mal, wo ich mit denen... Ich hatte von Fassbinder viele, viele Angebote, die dann immer wieder, also oder beziehungsweise vom WDR oder weiß ich was. Also da gab es mal so eine Serie, 8 Stunden sind kein Tag. Da bin ich extra aus einem anderen Theater ausgestiegen, weil der WDR gesagt hat, die möchten mich sehr, sehr gerne für diese Rolle haben.
Dann war ich, also hatte ich den Vertrag aufgelöst am Theater, aber die Rolle habe ich dann nicht bekommen, weil Herr Fassbinder dann irgendwie dagegen gewesen ist. Und da gab es noch eine zweite Geschichte, wo es genau dasselbe passiert ist. Nicht? Also der war undefinierbar so, dass er, ja, der hat seine Gruppe gehabt halt und ab und zu mal irgendjemand anders dann zugelassen, der dann mit ihm gespielt hat. Also da war ich nicht dabei. Okay. Das ist dann etwas, was sich durchzieht. Ja, ja, genau. Überall, man findet es immer wieder. Ja, aber Sie haben mit Reinhard Hauff gespielt. Genau. Sie haben mit Schlöndorff und Trotter. Schlöndorff war ich auch dabei. Verlorene Ehre. Verlorene Ehre, Katharina Blumen. Das war ja damals ja ein bahnbrechender Film auch. Absolut. Nicht? Und der vom Hauff auch. Also das war ja die Geschichte von dem Burkhard Ries, der im Knast gesessen hat wegen Bankraub. Und ich glaube, 4 Jahre hat er darin verbracht und kam dann raus und hat sozusagen seine Geschichte aufgeschrieben und kam dann an den Hauff und der hat das dann umgesetzt in diesem Film. Und der Driest hat ja auch noch mitgespielt in dem Film. Und das ist damals in der Zeit also ein auch ziemlich bahnbrechender Film gewesen. Ich bin dann später nach Amerika mal gegangen, um beim Strasberg Theater Acting, Method Acting zu studieren. Und da wurde ich auf diesen Film auch angesprochen. Der lief drüben auch und war sozusagen exemplarisch, weil sie in San Francisco, berühmte Filmkritikerin, sagte, also das ist also einer der maßgebenden Knastfilme gewesen. Also die Moral der Geschichte oder sagen wir mal, der Inhalt dieser Geschichte war folgender, dass einer ja, zum Verbrecher ist, der also Banken überfällt und so, dass der ins Gefängnis kommt und sich ja da bessern soll und eben als gereinigter Mensch und so aus dem Knast rauskommt. Und genau das Gegenteil war der Fall. Der wird noch zum größeren Verbrecher, nachdem er da seine 4 Jahre abgesessen hat. Ne? Ja. Also spielt auch immer viel Message eine Rolle in solchen Filmen. Ja. Das gilt ja auch für die Konsequenz mit Wolfgang Petersen, den Sie als einen der wichtigsten Filme Ihrer Karriere bezeichnen. Würde ich sagen, der ist ein Film, der bis heute für mich geblieben ist, auf den ich auch immer noch, also nach dem, ich glaube 1977 ist er rausgekommen, werde immer noch auf diesen Film angesprochen und unterschreibe Autogramme deswegen. Und also der hat sich sehr auch bei neuen Generationen oder so festgesetzt. Und da muss man sagen, also der Film, als der 1976, 77, glaube ich, kam er ins Kino oder im Fernsehen dann ausgestrahlt werden sollte, hat sich ja damals aus dem ARD-Verbund, hat sich der Bayerische Rundfunk ausgeschaltet und die haben dann irgendwas anders gezeigt und ich glaube, das war zum ersten Mal ein Riesen-Eklat in der Fernsehgeschichte. Ich erinnere mich daran, wir haben den Film dann ins Kino gebracht und der ist ja mit riesigem Erfolg im Kino dann gelaufen. Der war in Schwarz-Weiß gedreht, läuft hier glaube ich auch in der Reihe, auf 35mm, hat auch der Petersen ja wie gesagt gedreht und hat glaube ich einiges bewegt sogar, also damals gab es diesen Paragraph 175 noch und also Homosexualität war verboten und das hat also glaube ich, einiges ausgelöst in der Bevölkerung. Da wurde dann also einige Zeit danach abgeschafft, dieser Paragraph. Ich glaube nicht, dass es also nur auf diesen Film zurückzuführen war, sondern die Gesellschaft hat sich natürlich gewandelt und entwickelt. Aber es war damals also ein großer Schritt, muss ich sagen. Der ist eingeschlagen, der Film damals. Sehr. Also das erinnere ich selbst auch noch, dass da wild diskutiert wurde, also dass Homosexualität einfach die Diskussion darüber sehr stark angeregt hat. Und wenn man denkt, wo man heute ist und so, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können und großziehen und heiraten und so weiter und so fort. Also ich glaube, da hat sich also unglaublich was getan. Einen weiten Weg sind wir gegangen seither allerdings. Obwohl es noch viele andere Länder gibt, wo das immer noch also ein Riesenproblem ist und ein derartiges Tabu und Menschen dafür eingesperrt werden und so. Und ja, das war etwas ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen. Hat der Skandal darum, hatte der Folgen für Sie und Ihre Karriere in der Folge? Hatten Sie da, oder was hat das? Eigentlich muss ich sagen, also ich erzähle mal so eine Geschichte. Ich war zu der Zeit mit einer Theatertournee unterwegs und am Morgen wollte ich, der Film wurde ausgestrahlt an dem Abend davor und ich habe Theater gespielt, also ich wusste nicht, ich wusste natürlich, dass der Film gelaufen ist und stehe dann am nächsten Morgen auf und
will zum Frühstück runtergehen und macht die Tür auf und da steht dann eine ältere Dame vor mir, die das Zimmermädchen war. Und die guckt mich an und wird ganz bleich und geht fast in die Knie. Und ich dachte, um Gottes Willen, der Film gestern, also das ist das Ende deiner Karriere, du wirst nie wieder engagiert werden oder sowas. Und dann hat die mich also umarmt und hat gesagt, das war das Tollste, was sie überhaupt in letzter Zeit gesehen hat und so weiter. Aber Besetzungsprobleme oder sowas hatten Sie nicht, weil Sie plötzlich jetzt als Schwulen Darsteller galten? Doch, hatte ich auch einmal. Also so, ich habe gedacht, also das ist das Ende meiner Karriere dann manchmal, als wir den Film gedreht haben. Oder ich setze das aufs Spiel jedenfalls. Aber dann war es so, das war ja dann auch, das war ein Film, den der Wolfgang Petersen gemacht hat. Und ich glaube, es war einer der ersten Filme, die der Bernd Eichinger produziert hat, ne, mit seiner Solaris-Film. Das war, bevor er die Konstantin übernommen hat. Und dann, also das war dann 2 Jahre später, drückt der Petersen mir ein Buch in die Hand, der hieß Das Boot von Lothar Günther Buchheim und sagt, lies das mal. Ne? Und ich habe das gelesen und konnte gar nicht mehr aufhören, das zu lesen und sagte, ich möchte gern, dass du diese Rolle von dem Alten spielst in dem Boot da. Und da habe ich gesagt, also sofort, also wann können wir anfangen und so. Ne? Ja. Eine ganz, ganz großartige Geschichte und hat er mich 3 Wochen später wieder angerufen und hat gesagt, du musst es leider vergessen, da sind neue Produzenten und Verleiher eingestiegen und die wollen dich nicht haben für diese Rolle. Und das tut mir wahnsinnig leid, ich würde das gerne mit dir machen, aber das musst du leider vergessen. Ne? Und dann habe ich das vergessen, 3/4 Jahr lang, habe immer gehört, dass da andere Leute vorgestellt wurden und vorgesprochen haben, um diese Rolle zu spielen. Und aber es war irgendwie nicht so, dass da irgendjemand besetzt war oder sowas. Mhm. Und dann rief er mich dann nach einem 3/4 Jahr wieder an und sagte, wir haben keinen gefunden, also der dem entspricht und so. Und um die letzten Zweifler zu überzeugen, wie wäre es, wenn du nochmal Probeaufnahmen mit mir machst. Dann bin ich dann zum ersten Mal in dieses Boot reingeklettert da auf der Bavaria. Mhm. Und hatte noch ganz lange Haare für eine Rolle, die wurde und diese Mütze gesteckt. Mhm. Und mein Partner war der Herbert Grönemeyer, den kannte ich vom Theater her, von Bochum schon. Und dann haben wir da Probeaufnahmen gemacht, also um die letzten Zweifler dann noch zu überzeugen, dass ich also der Richtige wäre für diese Rolle. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, als wir da reingegangen sind, ich habe gedacht, da kann man noch keinen Film drin nehmen. Das ist so unmöglich, also in dieser Enge, wo man sich also bei einer kleinen Bewegung schon den Kopf derartig stößt und verletzt und so, wie soll da ein ganzes Team rein und ja, dann drehen und so. Also unvorstellbar. Unvorstellbar. Mhm. Ne? Mhm. Aber jedenfalls habe ich dann die Rolle bekommen und ich habe dann im Nachhinein gehört, dass einer der gegen meine Besetzung gewesen ist, dass das der Bernd Eichinger gewesen ist. Der hat gesagt, er hat doch in meinem Film Homosexuellen gespielt, da kann er jetzt nicht den Kapitän vom Boot spielen. Mhm, also das ist also die Geschichte. Ja, und dann kam der große internationale Durchbruch mit dem Film. Dann kam der große internationale, ja. Was im Rückblick, würden Sie sagen, wir haben es ja heute auch wieder gesehen, das Boot ist immer noch überall präsent. Sie werden machen unzählige Autogramme, geben Sie auf Bildern, Fotos, was auch immer. Was bedeutet der Film im Rückblick für Sie? Also wie wichtig ist er für Sie? Ja, das ist schon ganz außergewöhnlich. Also klar, das hat mein Leben verändert, das hat meine Karriere ganz stark verändert. Das hat dazu geführt, dass ich eben von Hollywood sofort eben Angebote bekam, dass sich also eine der größten Agenturen sich bei mir gemeldet hat. Und ich war so ein bisschen wie Hans im Glück. Ich wusste gar nicht, also was das bedeutet und was ich damit anfangen sollte. Ich war zwar ein gestandener Schauspieler, hatte meine Erfolge im Theater und im Film. Aber dieser Schritt war so etwas völlig Neues und in irgendeine neue Dimension mich hineinzubegeben. Hinzu kam, dass ich auf einmal in Englisch drehen musste und ich war von meiner Ausbildung her natürlich auf die deutsche Sprache, in der Sprache ausgebildet und in der ich alle Nuancen und so weiter versucht habe eben zu spielen und auszudrücken und so. Und das also plötzlich in einer anderen Sprache zu machen, das war also ein großer, 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 eine große Änderung in Veränderung meinem Leben, muss ich sagen. Im Leben. Ja. Ein Schritt und den zu gehen und so. Und da habe ich mich dann reingeworfen in das und ich weiß noch, wie mir dann bei so Diskussionen, wenn es darum ging, sich auseinanderzusetzen mit Michael Mann zum Beispiel
The Keep, um Topics und so weiter irgendwie auseinander zu klamüsern und sich darüber zu unterhalten oder so. Ich war abends immer so fertig dann, also da, allein schon in der Vorbereitung, dass ich also todmüde und kaputt ins Bett gefallen bin und gedacht habe, kann ich diesen Anforderungen überhaupt genügen und so. Also das, ja. Das ist eine große, große Veränderung gewesen. Ja, das kann man sich vorstellen, auch in der fremden Sprache, in einer anderen Sprache zu spielen. Ja. Also ist immer... Nee, ich nur so, also ich konnte mich verständigen, aber es war nicht so, dass ich also jetzt da das ausdrücken konnte, was ich zum Beispiel im Deutschen ausdrücken konnte, wenn es um irgendeine Interpretation einer Rolle ging oder so. Mhm. Nochmal zurück zum Boot. Wir waren in der Dauerausstellung vorhin, haben die Justicam dort gesehen, also die kleine Kamera, die Just Vacano, der Kameramann eigens für die Dreharbeiten konstruiert hat. Was war die Herausforderung, wenn Sie da nochmal kurz drauf eingehen? Ich meine, da war jeder Tag eine Herausforderung und so. Da gab es ja diese technischen Möglichkeiten noch nicht, die es heutzutage gibt und so. Das musste mehr oder weniger alles real gedreht werden. Und was der Jost gemacht hat in diesem Film, also ich finde, der hat 3 Oscars verdient dafür und das haben die drüben auch gesagt, also als der Film dann drüben vorgestellt wurde, war also eine der Hauptgründe, was die ganz große Begeisterung hervorgerufen hat für diesen Film, war die Kamera, die da eingesetzt gewesen ist und er hatte also eine 35mm Kamera, die hat er sich umgerüstet mit Gyroscopes, also die Stabilisatoren an den Seiten, die ist ja da ausgestellt da oben. Ich habe es gesehen, habe mich gut erinnert. Ja. Und mit dieser Kamera konnte er also das ungefähr so aufnehmen wie eine Steadicam zu der Zeit, die schon entwickelt war, aber die für unseren Film viel zu groß gewesen ist noch und viel zu schwer. Und in dieser Zeit war es also möglich, wäre es nicht möglich gewesen, die einzusetzen für das, was der Wolfgang Petersen erreichen wollte in dem Film. Also dass diese unglaublichen Fahrten, wo die in Hollywood nur gestaunt haben, also dass von einem kleinen Entwicklungsland wie Deutschland filmmäßig plötzlich also so etwas zu sehen ist auf der Leinwand. Das hat eine unglaubliche Verwunderung hervorgerufen. Die haben mir gesagt, ja, wo hat er denn die Kamera da gehabt oder wie hat er das gemacht und so, nicht? Und der hat dann tatsächlich mit seinem Assistenten, der hinter ihm herlief, 30 Meter war dieses Boot lang, also dieser eine Teil, in dem wir hauptsächlich gedreht haben. Und das hat er sich richtig trainiert, also durch die Luken auch durch und so. Das sah dann aus, also wie eine unglaubliche Kamerafahrt, die er dann zustande gebracht hat. Und das war genial. Ja, war genial, aber hatte schwerwiegende Folgen für Sie, wie wir vorhin gehört haben, weil Sie mussten den ganzen Film nachsynchronisieren. Mussten alles nachsynchronisieren, weil die Kamera so laut gewesen ist. Also wir hörten immer schon, jetzt kommt das Ding wieder, wie so eine Nähmaschine. Also wenn die aufgeladen war und so, dann kam der hat sich selbst dann immer wie so ein Eishockeyspieler, hat er sich mit so einem Helm dann Protection, also Schutzhelm aufgesetzt und der Assistent auch und dann sausten, das muss natürlich auch alles mit den Schauspielern, das waren ja dann immer, weiß ich nicht, 20 Leute oder so, die da durchgejagt sind bis zum Schluss, zum Abtauchen dann in den Bug rein. Der hinter denen her oder manchmal eben auch vorher. Vor ihnen. Das muss man ja richtig choreografieren. Richtig eine Choreografie ausarbeiten und so und trainieren, richtig. Ja. Also physisch, wie mache ich das? Ne? Ja, das musste vorstellen. Dann alles aus dem Weg oder das musste wieder hingestellt werden oder so. Ne? Also, ein richtiges Ballett ist das gewesen. Ja. Ne? Kann man sich vorstellen. Und sehr, sehr anstrengend. Und wir wurden ja vorher auch, also bevor die Dreharbeiten überhaupt losgingen, die übrigens ein ganzes Jahr gedauert haben, also das ist auch relativ selten, muss ich sagen, ein Film. Und die waren für 9 Monate waren die vorgesehen, die Dreharbeiten, und haben dann aber ein ganzes Jahr gedauert, weil verschiedene Sachen passiert sind. Jedenfalls also ist das eine riesige Herausforderung gewesen, also diesen Film zu drehen. Ne? Mhm, ja. Und relativ kurze Zeit später waren Sie schon, haben Sie schon mit David Lynch gedreht. Also ich musste mich da auch zum ersten Mal kneifen, als ich darüber geholt wurde, also mit Limo am Flughafen abgeholt und in die besten Suites dann transportiert und in den 24. Stock hoch und dann guckt man da auf blühende Jacaranda-Bäume, ein Rolls-Royce schnurrt da vorbei oder ein Bentley oder irgend sowas. Unten liegen die Leute am Pool, bei uns war es Januar, als wir losgeflogen sind.
22 minus, da war 24 plus. Ne? Ich habe gedacht, ich träume eigentlich zuerst, musste mich kneifen und konnte das gar nicht fassen. Ja, aber dann kriegte ich also wunderbare Angebote. Der Michael Mann war der Erste, der mich dann drüben dann besetzt hat und in The Keep. Und dann kam David Lynch, das war ja auch also eine solche Freude, mit dem zusammenzuarbeiten. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen, was ist das Besondere an ihm? Das ist so ein, also wo man hinkommt am Tag, mit Petersen war es übrigens auch so, also das sind die schönsten Erinnerungen, so, die ich habe an Dreharbeiten. Mhm. Und beim Lynch war es auch so, dass man einfach mit dem kommunizieren konnte und seine Ideen umsetzen konnte. Und der ist ja auf einer Kunstschule gewesen und hat so Kids hat er gemacht, also Zusammenstellungen von Arbeiten für Malerei, und hat nebenbei einen Film gedreht, der hieß Eraserhead. Und da hat er, glaube ich, 4 Jahre für gebraucht, um diesen Film zu fertig zu kriegen, immer mit irgendwelchen Geldern von Sponsoren, die ihm dann weiter wieder ein bisschen Geld gegeben haben, dass er wieder Filmmaterial hatte und diesen Film weiter drehen konnte. Und dieser Film ist in Insiderkreisen so eine Sensation gewesen, dass der Mel Brooks den Film gesehen hat. Ne? Und der hat ihm daraufhin, also der hat irgendwie dieses Genie sofort erkannt und hat ihm dann den Elephant Man hat er ihm angeboten. Ja. Dann hat er diesen Elephant Man gedreht und daraufhin kam dann Dune, was der Dino De Laurentiis produziert hat. Und das ist ja auch eine solche gigantische Produktion gewesen. Und der David stand da irgendwie so darüber und hat also, der hat selbst also Dinge gezeichnet, die dann umgesetzt wurden. Mhm. Und wir hatten in den Churubusco Studios in Mexiko 7 Hallen, in denen diese ganzen Planeten und Sets nachgebaut gewesen sind. Heutzutage wird das alles digital gemacht. Da sitzen dann 300 Leute dran und stellen irgend sowas her. Hintergründe oder Räume oder irgend sowas. Ja, ne? Und das war so minutiös und so fein gearbeitet und also das hat mich unglaublich begeistert. Mhm, zum Beispiel diese Anzüge, die wir hatten da in Dune, die wurden alle vorgefertigt, diese Desert Suits, ne? Also die dazu führen, dass man also das durch den eigenen Urin, der durch verschiedene Taschen und Reinigung und sowas läuft, sich wieder sammelt in anderen Taschen und man also davon dann leben kann, also in der Wüste zu überleben. Nicht? Also das war die Voraussetzung dafür, weil da auf Arrakis, wo das spielt, gibt's kein Wasser. Erstmal jedenfalls denkt man, dass es keinen gibt, aber später kommen dann die Freeman dazu und dann stellt man fest, dass die das Wasser sammeln und Riesenvorräte haben davon. Ja, jedenfalls also wurden die angefertigt, dann wurden wir alle dann nach London beordert und dann wurde Maß genommen und so ein ganzer Bodycast gemacht vom ganzen Körper und vom Gesicht natürlich auch und wird also unglaublich was reingesteckt, muss ich sagen. Ne? Und diese ganzen, das hat mich also unglaublich erstaunt und also so in der Art und Weise auch, also wie sowas gemacht wurde und was da mit welcher Sorgfalt sowas vorbereitet wird und so, das ist also schon toll. Hollywood. Ja, Wolfgang Petersen, hatten Sie ja gerade eben auch nochmal gesagt, war ein sehr wichtiger Regisseur für Sie. Was bedeutet er? Absolut, ja, ganz viel. Ja. Sie haben ja 5 Filme, glaube ich, zusammen gemacht. Ja. Und das ist für mich, ja, ich habe ihm das neulich auch nochmal gesagt, hat lange gesprochen, zum Geburtstag gratuliert und da sagte er auch, dass das also, oder ich habe ihm gesagt, dass das für mich die schönste Zeiten am Set überhaupt in den vielen Jahren, in denen ich Filme drehe, gewesen sind und so. Und woran liegt das? Ist die Kommunikation? Ja, das ist Chemistry, glaube ich. Nicht? Also, dass man von Anfang an, also das ging gleich beim ersten Film los, dass man sich so versteht aber auch andererseits also so die Fähigkeit, mit Leuten umzugehen. Also wenn ich denke, beim Boot zum Beispiel, hat es verstanden, also das in dieser Riesenproduktion, wo ja also nicht das Geld da war, es war viel Geld da, aber für den Film noch zu wenig und für diese Zeit zu wenig natürlich,
sodass die Studios, die Bavaria Studios, fast pleite gegangen sind. Die zum Teil verpfändet worden, glaube ich, also Grundstücke da drauf. Rohrbach hat ja einen Teil seines Vermögens eingesetzt, hat gesagt, danach nie wieder so einen Film, obwohl das der größte Erfolg ist, den er in seinem Leben gemacht hat. Ja. Und das war so, also mit dem Wolfgang, der hat es verstanden. Also Leute, die erst haben wir fünf Tage in der Woche gedreht, dann sechs Tage, schließlich wurde auch noch sonntags gedreht ab und zu. Dass also Familien da auseinandergegangen sind und die Frauen ihre Männer nicht mehr gesehen haben oder umgekehrt, weil die in dieser Produktion drin gesteckt haben. Mhm. Und der ist immer, also so jemand, der mit so einem Team und mit den Schauspielern und allen Beteiligten also so wunderbar umgehen kann. Also auf der einen Seite motivieren und zu noch größeren Leistungen führen, aber andererseits eben auch so menschlich ist. Ausgleichend sein. Ja. Ja, ganz wichtig. Und würde ich sagen, also das, es gibt ja Regisseure so wie Fassbinder, wo genau das Gegenteil da ist, ne? Der die Leute immer nur also absolut also zusammengeschissen hat, kann man sagen, und fertig gemacht hat und so, und die in dieser Abhängigkeit aber zu ihm waren, diese ganze Zeit, und sich daraus auch gar nicht loslösen konnten. Ja. Und das ist genau also der Gegenentwurf gewesen vom beim Petersen, und ich habe mich da so unglaublich wohl gefühlt. Ne? Mhm. Und wir haben ja miteinander dann eben diese ganzen Filme gemacht, und da wurde immer eins noch mehr besser als das andere und führte zu mehr Erfolg, und das verbindet natürlich ungeheuer. Ne? Und kann man sagen, Sie haben ja später Air Force One zum Beispiel mit ihm gemacht. Ja. Was war anders in den USA, außer dass es natürlich mehr Geld gab? Air Force One war etwas, da hat er mich angerufen und hat gesagt, er traut sich eigentlich gar nicht zu fragen, weil das ist nur eine ganz kleine Rolle, ob ich das machen würde. Er hätte es gar nicht gemacht, aber die Mitarbeiter von ihm haben gesagt, nimm doch den dafür, der ist doch ideal und so. Und sagt er, nee, kann ich nicht machen und so. Da hat immer die Hauptrolle bei mir gespielt. Also, ne? Und dann hat er mich dann doch angerufen, habe ich gesagt, sofort komme ich, wo muss ich hinkommen? Cleveland, Ohio oder weiß ich, wo wir das gedreht haben. Und dann habe ich dann eine Woche oder so habe ich an dieser Rolle gedreht, und das war wie immer eigentlich dann. Ne? Naja. Okay. Ja. Also kann man jetzt nicht sagen, dass er dann in den USA sich irgendwie ihnen gegenüber verändert hätte? Oder so. Überhaupt nicht, nein. Wir haben ja darüber hinaus, also obwohl wir dann nur in diesem einen Film dann nochmal zusammengearbeitet haben, wir haben immer Kontakt gehabt und haben uns gesehen, sind zusammen essen gegangen und das verbindet uns bis heute. Ja, Sie haben ja sehr häufig Charakterrollen gespielt, ruhige Typen, Einzelgänger vielleicht auch, und oft mit der Kamera sehr nah an Ihnen dran, und man sieht dann als Kinobesucher sehr deutlich, wie es in Ihrem Gesicht arbeitet. Das sollte es sein, ja. Wie erarbeiten Sie sich Ihre Rollen? Ist das einfach intuitiv oder ist das erarbeitet oder eine Mischung aus beidem, oder wie gehen Sie da vor? Ja, also einmal, ich bin ja durchs Theater, sagen wir mal, geprägt gewesen, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal beim Film lande. Also das gab es in meiner Vorstellung überhaupt nicht. Als ich anfing in der Ausbildung, an 3 Jahre Schauspielausbildung an der Volkwang-Hochschule, und dann in kleineren Theatern in der Provinz angefangen und habe so im Theater mich dann so irgendwie hochgearbeitet und kam von guten Regisseuren zu besseren und zu ganz, ganz guten oder zu der Elite, und habe dann im Theater meinen Erfolg auch gehabt. Aber der Film, also sagen wir mal, da habe ich mein ganzes Bewusstsein und Streben oder so weiter in diese Arbeit reingesteckt, und da wollte ich hin, und da wollte ich eben die und die Rollen spielen und die Karriere machen sozusagen. Der Film kam auf mich zu. Ich habe da überhaupt nichts dafür getan, eigentlich kann man sagen. Ich habe mich ein einziges Mal bei einem Besetzungschef von den Bavaria Studios damals, habe ich mich beworben, und da bin ich aber nur mitgegangen, weil mein Bruder dahin gegangen ist, und ich habe gesagt, ich will da gar nicht mit, ich bin da im Theater da, was soll ich da und so. Hatte auch überhaupt keine Ahnung, was das ist und was das aus und wie die Arbeit ist und so, musste dann später feststellen, es ist ein zweiter Beruf, den ich lernen musste, also völlig unterschiedlich gewesen ist zum Theater.
Und dann kriegte ich, also nachdem ich mich da vorgestellt hatte mit meinem Bruder, kriegte ich sofort, 14 Tage später, kriegte ich ein Angebot für eine Vorabendserie, das hieß Hafen am Rhein und wurde vom WDR produziert und bekam dann, kam an den Set, das war auch noch so eine Wahnsinnsgeschichte. Ich war dafür eine Rolle vorgesehen und dann hat der Regisseur mich gesehen und den anderen Schauspielern hat er gesagt, nee, nee, du musst die größere Rolle spielen zu mir und hat dem anderen diese Rolle weggenommen und ich habe die größere Rolle dann bekommen dann. Mhm. Und das war irgendwie so eine, ich habe also wirklich sonst nichts gemacht dafür. Ich habe mich auch nicht beworben oder irgendwas und kriegte daraufhin dann gleich diese tollen Angebote. Habe 1970 den ersten Spielfilm dann gedreht und habe da, weiß ich nicht, mit tollen Regisseuren wie Itzenplitz und Wolfhard und Fernsehfilme gedreht schon, die, ja, wo ich immer dann die Hauptrolle gespielt habe. Da. Dann kam Petersen natürlich und da ging es dann ganz groß los. Dann. Mhm. Und dann kam ich an so eine Wende am Theater, wo ich da zwei tolle Filme machen sollte. Das eine war dieser Franz Blum. Mhm. Und das zweite war der erste Spielfilm, den der Wolfgang gedreht hat. Mhm. Einer von uns beiden hieß der. Und dann war ich im Theater bei Zadek und der hat natürlich keinen rausgelassen da, weil sie alle eifersüchtig waren, dass die also vielleicht mit einem anderen Regisseur die Schauspieler irgendwie Erfolg haben könnten. Ja. Und dann bin ich da aus dem Vertrag rausgegangen und habe die Filme gedreht und das war also so eine Entscheidung, wo es, also ich habe dann später immer noch Theater gespielt, aber wo eigentlich das Pendel dann mehr zu dem Film ausgeschlagen hat. Ne? Ja, ja. Und der Petersen hat mir eigentlich erst beigebracht, was es bedeutet, was eine Großaufnahme bedeutet an einem Film und wie man sich da, also um darauf zurückzukommen, was man da lernen muss und wie man also sowas transportiert für den Zuschauer, was für eine Befindlichkeit, dass das nicht also mitunter mit großen Aktionen oder so verbunden ist, sondern dass es eine Innerlichkeit ist, die man versucht, also zu dieser Figur zu werden in gewisser Art und Weise, anstatt mehr als das Spiel, was am Theater vielleicht mehr vordergründig ist, also das rüberzubringen jetzt zum Publikum. Und das ist beim Film eine andere Technik, die man da lernt. Ja, gerade wenn wir von der Mimik sprechen, spielt auf dem Theater nicht so die Rolle. Zuerst habe ich da, also beim ersten Mal, als ich da vor der Kamera stand, erstmal habe ich gewartet, also einen halben Tag oder sowas und stand da und wusste gar nicht, wie ich es machen soll. Dann war ich endlich dran und dann war es eine Szene, die wir da zu spielen hatten, ein kurzer Dialog mit einem anderen Schauspieler. Und dann war das fertig und dann haben die da wieder abgebaut und dann ging es zum nächsten. Und ich sage, wie bin ich hier schon fertig? Was, haben noch gar nicht erst richtig angefangen oder so. Dann wieder gewartet, bis zum nächsten rangekommen wird. Also die Vorbereitung beim Film auf eine Rolle, die verlässt einen ja nicht. Ne? Mhm. Man muss immer irgendwie versuchen, also in dieser Rolle drin, also ich jedenfalls, in dieser Rolle drin zu bleiben. Oder dazu möglichst auch zu werden. Und es gab dann Rollen, also da verändere ich mich dann als Privatperson auch. Mit dieser Rolle zu meinem Umfeld, zu Frau und Kindern zum Beispiel oder sowas, nicht? Und weil man dann zum Teil gar nicht mehr aus dieser Rolle raus will, weil das also ein Prozess ist oder so, das hat man es endlich gefunden und ein anstrengender Prozess, den man dann nicht so leicht wieder aufgeben will. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss gerade mal nach der Zeit gucken, wie wir da so, ich glaube, so ein bisschen geht noch. Sie haben ja vorab gesagt, die Hommage kann nicht sein ohne A Drive-By-Season. Ja. Der Film ist sehr, sehr wichtig für Sie. Können Sie uns mal schildern, warum? Ja, also da habe ich mit meinem Idol Marlon Brando vor der Kamera stehen dürfen. Und das war für mich damals, also so den habe ich bewundert. Das war ja auch einer, der mit dem Method Acting plötzlich also eine neue Darstellungsart für mich im Film gebracht hat und den habe ich also unglaublich bewundert auch und wollte natürlich auch so werden. und dann kam es also zu diesem Film das war ein Buch, was ein Südafrikaner geschrieben hatte, was aber in Südafrika, das war zur Zeit der Apartheid, auf dem Index stand, also ein Anti-Apartheid-Film. Und Brando hatte zugesagt für den Film und wir haben den ersten Teil des Films in Simbabwe gedreht, weil wir in Südafrika selbst natürlich nicht drehen konnten.
Dann hieß es immer, ja, der kommt, aber nach Simbabwe kommt er nicht. Aber den zweiten Teil haben wir in den Pinewood Studios in London gedreht. Und da kommt er ganz bestimmt. Und dann haben wir alle immer gedacht, ob der wirklich kommt und so. Ob der das spielt. Und der Donald Sutherland spielte die Hauptrolle, wunderbarer Schauspieler. Susan Sarandon war dabei und so weiter. Also ganz tolle Besetzung. Ja, und dann haben wir dann in Pinewood dann weitergedreht, wurde die ganze Produktion dahin verlegt, dann nachdem die Außenaufnahmen da fertig waren. Und dann kam er tatsächlich und alle Leute wurden ihm vorgestellt und unter anderem ich auch. Und dann sagte er, dich kenne ich. Und ich sage, woher denn? Woher kennen Sie mich denn? Er sagte, aus dem Boot. Ich sage, haben Sie den Film denn gesehen? 8-mal habe ich den gesehen. Er liegt bei mir auf dem Nachttisch. Und da war ich natürlich, toll. War ich der Star dann natürlich. Ja, ne? Und die anderen haben mich beneidet. Ich habe mich dann öfter mit ihm unterhalten dürfen und hat er mir erzählt, haben uns so über diese Strasberg Method Acting und so weiter unterhalten. Und hat er gesagt, er war bei Stella Adler, er war gar nicht beim Strasberg, der würde sich damit nur brüsten immer, dass er bei dem gewesen ist. Und ja, das war für mich ja eines der Highlights, muss ich sagen. Ja. Sehr schön. Aber darüber hinaus, also ich habe mit so wunderbaren Leuten wie dem Ming Geller, den fand ich auch, also so einen wunderbaren Regisseur, Michael Mann, David Lynch, also Frankenheimer, ne? Also mit wirklich ganz, ganz tollen Leuten dann gearbeitet und habe gemerkt, also ja, das ist toll. Ja, John Carpenter nicht zu vergessen. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Ist es eigentlich üblich, Sie sind ja, wir haben es jetzt gerade gehört nochmal, Sie sind international ein Star und jetzt spielen Sie in einem Film, den wir jetzt heute Abend sehen, eine Handvoll Wasser, ein Debütfilm. Ja. Ich sage jetzt mal, ganz normal ist das nicht, oder wie kommt es dazu? Wie entscheiden Sie, welche Rollen Sie übernehmen? Ja, nur nach dem Buch natürlich und die Rolle, die mir damit angeboten wird. Und dann rechne ich mir bei so einem Film auch gewisse Chancen aus, dass man also da vielleicht auch was zustande bringt damit. Nicht? Ja. Wollen Sie noch einen Satz sagen zum Film oder sollen wir? Ich finde, also der Film sagen? Wird ja jetzt vorgeführt und danach haben wir dann ein Gespräch, auch mit dem Jakob, der ist ja auch hier. Und dann können wir dann darüber reden. Alles, ne? Klar, ja. Prima. Ja. Gut. Herzlichen Dank. Jedenfalls wünsche ich also gute Unterhaltung. Ja. Ja, so, nochmal herzlich willkommen. Hallo Frankfurt sozusagen. Ich steige direkt ein und frage Herrn Zapf, ein griesgrämiger alter Mann, der einsam ist und von einem Flüchtlingsmädchen, das 10, 11 Jahre alt ist, das Herz erweicht wird, dem von einem Flüchtlingsmädchen das Herz. Mich hat das Setting ein bisschen an Gran Torino erinnert. Und, was hat Sie an dem Plot gereizt? Das war sicher ein Referenzfilm. Gran Torino war einer meiner Lieblingsfilme zu der Zeit, als ich das geschrieben habe. Und ich fand auch immer das Gesicht von Jürgen Prochnow sehr ikonisch und auch so ein bisschen amerikanisch. Und das hat irgendwie gut zu diesem Film jetzt genau gepasst. Andere Leute sagen dann irgendwie Der kleine Lord. Das ist sowas, was mir gar nicht eingefallen ist in der Zeit. Das kam dann, als der Film rauskam, haben das dann viele Leute gesagt. Da habe ich gedacht, okay, ja, kann man auch, passt auch, ist auch eine ähnliche Geschichte. Es gibt diese Geschichte öfter. Und im Endeffekt ist das halt einfach die Grundaussage sozusagen, zwei Menschen können miteinander mehr schaffen als alleine. So. Okay. Ich finde ja, der dritte Hauptdarsteller im Film neben Ihnen natürlich, und jetzt muss ich nachspicken, Milena Priebak als Turba spielt das Haus, meines Erachtens. Also mich hat das Haus total begeistert und ich habe mich gefragt, ob das Haus halt auch ein Symbol dafür ist, dass sich nichts verändert und dass die Hauptfigur des Konrad ja auch nichts verändern will und nichts verändert hat und sich Angst davor hat letztendlich vor der Veränderung und am Ende aber irgendwie dann doch die Veränderung in Kauf nimmt. Insofern interessiert mich, was hat Sie gereizt an dieser ganz speziellen Rolle? Also wenn Sie das mit dem Haus sagen, das ist sehr interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist natürlich auch so, was er ja in dem Film auch geschrieben hat,
über die Entropie, dass das, was mal gewesen ist, nicht mal so wiederkommt und so. Und das ist ja irgendwo eine Grundaussage in diesem Film. Das ist ein alter Mann, der natürlich beharrt auf dem oder in dem Sinne weiterleben will, wie er sein Leben geführt hat. Und diese ganzen neuen Dinge, die in sein Leben reinbrechen, eigentlich ablehnt. Und dann erkennen muss aber letzten Endes, dass das nicht mehr wiederzugewinnen ist. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt an diesem Film. Und was mich daran gereizt hat, war eben so eine Figur zu spielen, die eigentlich festgefahren ist, gedanklich und auch im Leben und sich ja im letzten Abschnitt des Lebens befindet und wo nochmal etwas passiert mit seinem Leben und eine große Veränderung stattfindet und dieser Mann aufbricht und emotional plötzlich spürt, dass er nicht ganz versteinert ist. Ne? Mich interessiert auch gerade in dem Zusammenhang dieses Motiv des Wassers, das ja ganz evident ist. Also da würde mich von Ihnen interessieren, warum dieses Motiv des Wassers? Weil alles fließt, also im Sinne von alles fließt, alles geht immer weiter, alles wandelt sich. Man kann dem Wandel der Zeit nicht entkommen, man muss irgendwie mitgehen. Ist das in diesem Sinne gemeint? Oder? Ja, sicherlich. Also wir hatten tatsächlich, muss man sagen, auch einige Produktionsschwierigkeiten und Finanzierungsschwierigkeiten im Laufe dieses Films und haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir das in dieser Jahreszeit drehen müssen, eigentlich, in der wir es gedreht haben. Das war mal anders gedacht und wir hatten vorher einen Sommerfilm und es war alles auch ein bisschen stark unter diesem Eindruck, dass es alles so trocken geworden ist. Das war gerade in dieser Zeit besonders stark und da hätte diese eine Handvoll Wasser Aussage nochmal irgendwie auch das Meer verbunden sozusagen mit der Herkunft des Mädchens und diesem Wüstenaspekt. Dass dann in so einer Umwelt eine Handvoll Wasser viel mehr bedeutet, als wir das früher kannten. Das hat sich jetzt verändert. Ich finde, es passt immer noch sehr gut. Das ist halt eine Aussage oder ein feststehender Begriff im Arabischen, um eine Mengenangabe zu machen, so viel wie in eine Hand passt. Das wird ja da drin auch erklärt in dem Film. Die Figur von Konrad sagt das auch diese Mengenangabe gibt es im Deutschen nicht. Eine Handvoll gibt es zwar schon, aber es ist eher so, es würde man eher auf Bälle, auf Steine, auf irgendwas anderes, was man mit der Hand greifen kann, irgendwie oder Zitronen oder weiß ich nicht was irgendwie beziehen, aber jetzt nicht auf diese Menge, die in eine Handfläche passt, also in diese Palm of your hand sozusagen im Englischen. Und das Wasser kann halt dadurch auch schon, wenn es nur sehr wenig ist, sehr viel bewirken. Und ein bisschen so ähnlich ist ja auch dieses Mädchen in dem Film, die ja auch nicht mehr als eine Handvoll ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, und trotzdem halt sehr viel auch auslöst bei Konrad. Und und das Wasser ist dann schon sowas wie auch für die Entropie, so, ja, genau. Ja. Jetzt beginnt der Film ja sehr, ich sag's jetzt mal klaustrophobisch, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber er ist halt sehr nah an Ihnen dran. Also die Kamera ist immer sehr nah bei Ihnen. Man geht mit dem Konrad durch das Haus hallt irgendwie. Also man kann die Einsamkeit förmlich mit Händen greifen, finde ich. Wie ist das, die Kamera? Die Frau, die gestorben ist, ja, ne? Die Räume, die abgeschlossen sind. Genau. Und was dann vielleicht mal für ein Leben stattgefunden hat in diesem Haus und das wird ja angedeutet alles. Ne? Genau, ja, also das ist ja fast eine gruselige Szene, als der Konrad da sein Omelett isst oder die Zeitung liest, weil die Geräusche alle so deutlich sind, weil sonst eben nichts passiert in diesem Haus. Und das finde ich sehr, sehr, sehr plastisch. Wie ist das, wenn die Kamera immer so nah an einem dran ist und man diese Gefühle ja letztendlich darstellen muss, die in ihm vorgehen? Ja, das ist noch das Normal eigentlich. Man bereitet sich ja, also ich habe ja viele Filme gedreht und bin natürlich auch also durch so einen Lernprozess gegangen, und um zu
rauszufinden oder so, was kann man in dem Augenblick einsetzen oder so, oder was viele Leute sagen, also der macht ja überhaupt nichts oder so, und darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern das ist so, dass man in diesem Augenblick also eine Emotion, ein Gefühl oder sowas ausdrückt, was natürlich selbst mit einer Technik und mit einem selbst zu tun hat auch und wozu man in der Lage sein muss dann in dem Augenblick, wenn die Kamera an einem dran ist. Und ja, das ist die Aufgabe des Schauspielers dann. Ne? Ja. Die Frage, mir hat sich die Frage aufgedrängt, wie spielt man Einsamkeit letztendlich? Also das wird ja durch das Setting irgendwie ein bisschen gelegt, aber Sie müssen es ja auch ins Spiel bringen. Kann man das beschreiben oder können Sie das beschreiben? Ja, ich meine, wenn ich das Drehbuch lese und mich dann mit der Rolle beschäftige oder so, habe ich natürlich Vorstellungen. In entscheidenden Augenblicken oder so, was ich einsetzen kann, auch an Emotionen, an eigenen Emotionen, und dazu gibt es wiederum Techniken, die ich gelernt habe, um die abzurufen in dem Augenblick. Und das ist halt eben ein Maß, was wir dann auch absprechen, wie viel in dem Augenblick also notwendig ist und um das rüberzubringen, dann dem Zuschauer dann eben auch zu ermöglichen, also sich in so eine Figur vielleicht reinzuversetzen, mit dem zu empfinden und so. Und ich finde, das ist dann immer gutes Kino, wenn ich selbst im Kino sitze und berührt werde von irgendjemand. Ja, das ist, sind die größten Momente eigentlich, finde ich. Ne? Ja, absolut. Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Alterseinsamkeit sind jede Menge Themen, stecken in dem Film drin. Was wollten Sie mit der Figur des Konrad zeigen? Also das ist ja, der Konrad ist ja eher so ein konservativer, kleinbürgerlicher, alter deutscher Mann, jetzt nicht unbedingt der aktive Rassist oder unglaublicher Schwulenhasser oder sowas, sondern es ist eben eher so ein normaler Kleinbürger, so habe ich ihn jedenfalls gelesen. Ja. Deswegen hat mich interessiert, was war Ihr Ziel? Genau das. Also einen kleinbürgerlichen Menschen darzustellen, weil Kleinbürger würden sich nicht selber, und ich komme aus einer Familie, wo das vorhanden ist, ja, also es ist sehr angelehnt an Leute, die ich kenne aus meinem engen Umfeld, die würden sich selber nicht als Rassisten bezeichnen, sie würden sich auch selber nicht als Schwulenhassende bezeichnen, oder sie würden sich auch selber nicht als homophob bezeichnen oder so, genau. Und noch nicht mal vielleicht als konservativ. Sogar das würden sie vielleicht gar nicht über sich selber denken, weil sie wählen vielleicht SPD schon immer oder Grüne oder ich weiß nicht. Aber deswegen will man ja trotzdem noch nicht in seiner Familie eine lesbische Beziehung haben oder so. Das war also, ne? Und da ist es dann plötzlich halt dann doch anders. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die hat mich selber sehr berührt, die habe ich in meiner eigenen Familie erlebt, und das habe ich dann da auch reinlegen wollen. Deswegen, manchmal habe ich das so gehört, das gehört nicht, passt nicht dazu, es gehört nicht dazu. Doch, jede Familie hat ihr eigenes Ding. Und jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen, über die er nicht hinweg kann. Und das ist halt bei ihm das kann auch was anderes sein, natürlich. Vielleicht könnte er seiner Tochter kein Geld leihen oder irgendwas. Das könnte auch ein anderer Grund sein oder eine andere Situation, aber dann hast du halt ein anderes Thema. Man muss sich für eins entscheiden. Und in dem Fall war mir das persönlich wichtig tatsächlich, und deswegen habe ich mich für das entschieden. Ja. Mit Kindern zu spielen ist ja wahrscheinlich schon immer eine besondere Herausforderung. Also ich finde, die Milena Priebak macht das ziemlich toll, weil sie, finde ich, sehr gut dieses Changieren zwischen Wut und Verzweiflung und kindlicher Naivität und Freude und dann wieder Aggression und Frust sehr gut mimisch darstellt auch. Also ich finde, das kommt sehr gut rüber. Wie sind Sie auf sie gestoßen? Ja, das war ein langer Prozess. Der Tonio sitzt auch hier, mein Produzent, und ich, wir haben lang gesucht nach einer richtigen Darstellerin. Wir haben auch zwei andere vorher mit dem Jürgen Pochner zusammengebracht, und einmal hat es nicht funktioniert, einmal hat es eigentlich funktioniert, und dann hat aber dieses Mädchen sich irgendwann dagegen entschieden, was ich von den Eltern sehr komisch fand, weil die auch im Filmbereich arbeiten, und das war zwei Wochen vor Dreh, und ich habe gedacht, das könnt ihr nicht machen.
Also wie viel Macht gebt ihr diesem Kind? Entweder es entscheidet sich dafür, sich da zu bewerben, dann muss es aber vorher klar sein, dass ich das machen will als Kind. Oder ich entscheide mich halt dagegen und dann brauche ich es auch nicht machen. Das zwingt einen ja keiner dazu. Aber wenn man da hingeht und dann trotzdem noch, also das fand ich sehr, sehr weird. Wir haben dem Gott sei Dank nicht getraut, sozusagen dem Frieden und weitergecastet und haben dann zufällig sie getroffen und fanden sie im Nachhinein auch besser als eigentlich alles, was wir vorher hatten. Wir hatten ein bisschen wenig Zeit, mit ihr vorher zu arbeiten, weil sie tatsächlich erst 2 Wochen vorher an Bord gekommen ist. Das war ein bisschen schade, sowohl für sie als auch für uns. Wir haben auch in Deutschland sehr enge Gesetze, was sicherlich auch richtig ist, was aber das Drehen mit Kindern sehr erschwert, vor allem im Bereich des Debütfilms, weil da ja eh wenig Geld da ist und so. Man hat dann immer nur diese ganz kurzen Timeslots am Tag, wo man mit denen drehen darf. 3 Stunden, genau. 3 Stunden inklusive Pause, glaube ich. Also, und dann hat man irgendwie 5 Stunden maximale Anwesenheitszeit, auch inklusive Pause. Je nachdem, wer dann das da überprüft, können dann auch Fahrzeiten dazu gerechnet werden und so, da wird man dann irgendwie, also da hat man dann nicht mehr so viel Zeit am Ende. Und deswegen waren wir da sehr glücklich, dass sie das auch schnell hingekriegt hat und so, und sie hat das echt gut gemacht. Ja. Wir haben mir dann einen Coach zur Seite gestellt, schnell, das hatten wir auch noch nicht von Anfang an. Es waren viele Lernprozesse in diesem, also bei so Debütfilmen, passieren sehr viele. Ja, ich glaube auch. Also das, ich wusste das auch von vornherein. Also habt auch immer darauf gedrungen. Also ihr müsst dieses Mädchen finden, ihr müsst das Mädchen finden. Und dann gesagt, haben wir uns verabredet, denn ein Mädchen, die noch nie vor der Kamera gestanden hat und eine Hauptrolle im Film spielen soll. Also wenn ich an mich denke, wie ich zum ersten Mal, ich habe das vorhin erzählt, vor einer Kamera gestanden habe und was das bedeutet. Und ich war ein ausgebildeter Schauspieler und die musste zusätzlich noch in mehreren Sprachen irgendwie sich ausdrücken, lernen, Arabisch, Jemenitisch, ne? Das ist einfach, also die war wahnsinnig überfordert. Nicht? Und wie gesagt, am Anfang hat sie noch nicht mal einen Coach gehabt und so. Und das erfordert sehr viel Nerven, muss ich sagen. Man weiß, man hat die Zeit auch nicht dafür. Wir haben 25 Drehtage gehabt bei dem Film. Und in dieser Zeit muss der Film dann gedreht werden. Und wie gesagt, die ist dann 4 Stunden am, kann sie arbeiten und 6 Stunden am Set oder so. Was das gewesen ist. Ja, das sind sehr, sehr schwierige Bedingungen, ja. Also wir haben auch einige Szenen dann gestrichen mit ihr, die wir eigentlich gerne noch gemacht hätten. So einfach. Ich hätte sie gerne nochmal gezeigt mit Gleichaltrigen, einfach weil das ihr nochmal ein bisschen mehr Breite gegeben hätte oder so. Aber das ging einfach nicht. Wir hatten auch noch ein paar andere Szenen zwischen Konrad und dem Mädchen. Und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben das vorher dann schon runtergekürzt, Gott sei Dank. Und die Geschichte gut trotzdem funktioniert, aber ja. Und wie haben Sie beide zusammengespielt? Ja, es wurde dann besser in dem Augenblick, wo sie einen Coach hatte dann und dann vorbereitet war bei den Szenen und so. Dann wurde es merklich besser und ich habe versucht, auch mit ihr irgendwie ihr zu helfen bei Dingen. Und wie gesagt, dadurch, dass dann Szenen auch gekürzt waren und also besonders, wenn es um Dialoge ging oder sowas, also das so eine Szene zu spielen, das ist wahnsinnig schwierig. Ne? Ja. Und eben auch nicht einmal. Ja, eben. Sondern halt dann noch aus der Seite und bitte immer gleich. Ja, sind Kinder dann nicht so ganz geduldig. Ja. Genau. Ja. Genau. Wie sind Sie überhaupt zusammengekommen, Sie beide? Ich glaube, Günter Lamprecht spielte da eine Rolle, oder? Ja, aber das der Grund war, dass er mich angeschrieben hat und so. Und dann habe ich gehört, weil ich kenne den Günther, da habe ich dann auch nachgefragt und so. Das war also die erste Wahl. Ne? Mhm. Und der will nicht mehr. Der kann vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es nicht. wunderbarer Schauspieler. Und der hat das abgesagt, ja. Also das war für uns so, dass wir sozusagen dieser Film hat eine urlange Geschichte und es gab, der hatte ganz andere Storylines mal, ganz andere Charaktere und wir hatten, also Toni und ich haben beide keinen Film studiert, wir haben hier an der Goethe-Uni Filmwissenschaft gemacht und so und Toni hat dann nochmal ein Produktionsstudium gemacht, aber in dem Moment, wir hatten diesen Kurzfilm gemacht mit Günter Lamprecht, der auch mal irgendwie hier lief, so ist auch schon viele Jahre her und dieser Film hat für uns viele Türen geöffnet und es war der einzige wirklich
gute, sehr gute Schauspieler, den wir kannten. Und dann dachten wir halt, das ist natürlich jetzt mal für ihn was versuchen zu schreiben. Und das hat dann alles Jahre gedauert. Dann haben wir irgendwie das nicht finanziert bekommen, das hat nochmal Jahre gedauert. Und irgendwann haben wir gesagt, das hat jetzt irgendwie, das funktioniert nicht mehr. Das ist altersmäßig, sind wir dann auseinandergegangen. Und, also Jürgen Prochnow war dann schon erste Wahl, so. Weil das war das erste Mal, dass wir uns überhaupt Gedanken gemacht haben, es gibt diese Rolle, wer kann die spielen? Und ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, gibt es Fragen aus dem Publikum? Möchte jemand? Herr Zapf, danke für dieses wunderbare Drehbuch und die Darsteller natürlich, das haben wir jetzt schon gehört, Herr Prochnow und die Melina. Wer mir noch nicht so groß erwähnt wurde und von dem ich gerne mehr wissen möchte, ist dieser wunderbare, beeindruckende Kameramann, der uns diese Geschichte so faszinierend nahe bringt, wie ich es selten vorher gesehen habe. Würden Sie bitte zudem noch ein paar Worte sagen? Ja, gerne. Das ist ein französischstämmiger Kameramann oder französischer Kameramann, der aber lange schon in London lebt und arbeitet in erster Linie. Wir haben uns zufällig kennengelernt auf einer Feier von Tonios Studiengang in Berlin auf der Berlinale 2014 oder so. Also ist sehr lang her schon. Und wir haben uns über Filme unterhalten, wie man sich so unterhält. Was magst du, was magst du? Und wir haben genau die gleichen Filme gut gemacht. Also genau die gleichen. Wir kannten exakt genau die gleichen Filme und wir fanden auch genau das Gleiche daran gut. Und das ist mir noch nie passiert bei einem Kameramann vorher oder bei einer Kamerafrau auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben in Kontakt und es kann irgendwie Sinn machen, zusammenzuarbeiten. Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, ob wir irgendwann jemals diesen Film finanziert bekommen, ob wir den jemals machen können. Und das hat aber dann geklappt und dann habe ich ihn angerufen und hat das eben auch machen wollen. Und der hat wirklich große Ideen und große Ansprüche. Und das hat manchmal den Drehprozess auch etwas aufgehalten, sag ich mal, und die deutsche Arbeitsweise etwas gesprengt. Aber ich glaube, es hat dem Film tatsächlich gut getan. Ja, ich glaube, dass dadurch, dass wir ja ein ganz kleines Budget nur hatten für den Film und sowas, der hat sehr viel Handheld-Kamera gemacht, also was notwendig gewesen ist, um den Film überhaupt fertigzustellen und so. Wir hatten zum Beispiel nicht die Möglichkeiten, eine Steadicam einzusetzen oder andere Geschichten, weil es zu teuer gewesen wäre. Also das war nicht drin. Und da hat er Möglichkeiten gefunden, also den Film auf diese Art und Weise. Ist, ne, ganz, ganz viel Handheld-Kamera gewesen. Ne? Ja. Ist noch weitere Fragen? Ja. Ich brauche kein Mikro, ich habe eine feste Stimme. Okay. Wer von euch beiden ist denn auf die Idee gekommen, dass U-Boot in meine Beine versenkt? Ich nicht. Ich auch nicht. Das war tatsächlich der Szenenbildner. Also dieses Aquarium war schon, stand da alles im Drehbuch und so, aber da war eigentlich eine andere Unterwasserwelt geplant. Und ich kam dann ans Set und dann lag das U-Boot da schon drin, während das Aquarium schon befüllt wurde. Und das war dann eigentlich schon entschieden. Und dann, ja, aber das Schöne ist, es ist tatsächlich genau das Modell, das in das Boot auch verwendet wird. Genau das Baumodell und es wurde dann auch nachher mit der schönen Signatur geziert zurückgegeben. Und da hat sich der Sammler und Hersteller dieses U-Boots sehr drüber gefreut. Nein. Nee, aber von einem U-Boot-Fan, ja. Was natürlich, was mich drauf bringt auf die Frage, die wir vorhin schon besprochen haben, wo hatten Sie das Haus her? Vielleicht können Sie das auch gerade nochmal erzählen. Das ist auch der Szenenbildner. Also Location Scouts gibt es ja in Deutschland auch, sag ich mal, selbstständige Menschen oder also unabhängige Menschen, die dieses tun. Aber im Endeffekt ist der Szenenbildner dafür oder die Szenenbildnerin dafür verantwortlich, weil die Szene natürlich durch die Location gebildet wird und in diesem Fall hatten wir einen Szenenbildner, der das sich zur Aufgabe gemacht hat, selber die Locations zu suchen. Der wollte das gerne und ist mit dem Auto rumgefahren und hat
leerstehende Häuser gesucht und hat einfach Wohngebiete ist abgefahren und hat gedacht, okay, hier wohnen Leute, wo wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass jemand verstorben ist und ein Haus leer steht und zum Verkauf angeboten wird, weil das Altersdurchschnittslevel so ist, dass es hier so sein könnte. Und dann ist er da durch, weiß ich nicht, 15 Wohngebiete oder so rund um Frankfurt gefahren und hat halt in Eschborn dieses Haus gefunden. Wir haben uns dann drei verschiedene Häuser wirklich näher angeschaut und das war das, wofür wir uns dann entschieden haben, weil das die besten Gelegenheiten geboten hat, sowohl zum Drehen als auch inhaltlich, wie es aussah und wo es lag am Ende der Straße und so. Es hatte viele, viele wirklich positive Seiten. Und ja, da war ja auch die Produktion zum Teil untergebracht, Maske war darin untergebracht und so, also vom Kostensektor her, also sehr, sehr günstig. Ne? Und angefüllt mit Gegenständen aus den 70er Jahren. Genau, ja. Das war allerdings leer, also das hatten wir vorhin kurz besprochen, das Haus war leer, als wir das bekommen haben und wir haben es dann komplett eingerichtet, also alles, was man im Film sieht, ist von uns da reingestellt worden, ja. Ja, dieser Spruch mit der Entropie, wie ist denn der in dem Film gelandet? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Ja, das ist tatsächlich, ich weiß die Geschichte nicht mehr genau. Ich habe irgendwann irgendwo von diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gehört und ich fand das so genial, also ich finde immer schon Grundgesetze der Natur und der Physik einfach nur genial. Wenn man die mal versteht, ist es einfach nur mega. Also, das ging mir dabei auch so, das war so ein richtiger Aha-Moment und dann habe ich gedacht, das kann man auch auf die Gesellschaft beziehen und das sollte man vielleicht nicht auf die Gesellschaft beziehen, aber das ist nochmal eine andere Frage, aber der Konrad tut das und das ist seine Art und Weise, damit umzugehen und das zu verstehen und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, für die, die es nicht wissen, besagt eben, dass die Entropie zunimmt, das heißt also irgendwie im Endeffekt, dass es alles immer unordentlicher wird sozusagen und sich immer mehr mischt, so. Ja. Genau, und es wird eine Situation nie wiederkommen, weil der entropische Zustand sich verändert haben wird und zugenommen haben wird. Das heißt also, es wird nie zweimal das Gleiche passieren können. Und das ist einfach super interessant und das kann jemand als Bedrohung empfinden. Und ich denke, das spiegelt gut wider, wie Leute auch Dinge als Bedrohung empfinden, wenn sie in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation sind. Ja. Ich würde noch interessieren, Herr Brochner, was gab für Sie den Ausschlag, die Rolle zu spielen? Mehr die interessante Persönlichkeit Konrad, also diese, was Sie vorhin schon beschrieben hatten, oder ich sage jetzt mal die politischen Implikationen, die der Film ja auch weiterträgt, die wir vorhin gesagt haben, Homophobie und Nein, ich denke in jedem Fall, dass das einmal, ja, das hängt ja zusammen eigentlich. Mhm. Das sind Faktoren in dem Drehbuch, die mich sehr interessiert haben. Mhm. Also, ne, so eine Persönlichkeit darzustellen, die verhaftet ist im Denken, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt homophobisch ist, aber jedenfalls also stört ihn das mächtig, dass die Tochter eine lesbische Beziehung hat. Und wenn das jemand anders hat, wie du schon gesagt hast, dann kann man ja sagen, ja okay, ich habe nichts dagegen oder lass die doch machen oder so. Ne? Wie das ja eigentlich so in der Gesellschaft auch verbreitet ist. Und dann eben die Vereinsamung dieses Menschen im Alter und immer mehr eigentlich vereinsamt und dann kommt dann eben dieses junge Mädchen in sein Leben rein, bricht da rein und verändert ihn dann letzten Endes. Und das hat mich eigentlich am meisten interessiert an der Rolle, muss ich sagen. Gleichzeitig natürlich als ein Wesen, was ein Mensch, der in unserer Gesellschaft lebt und wahrscheinlich sehr, sehr oft vorkommt. Ne? Ja, sehr ja, viele ja. von ja, solchen ja. Menschen, genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch an dem Film wichtig, also mir war das wichtig, ja. Ich wollte den nicht bloßstellen, den Konrad, sondern das ist, mir ist es ein Anliegen gewesen zu zeigen, es ist auch okay, wenn man mal Angst hat oder so, wenn man sich dann in der richtigen Situation auch richtig verhält, also und das tut er halt schon, also erstmal nicht, aber er kommt dann ja dazu sozusagen und ich glaube, das ist auch natürlich, dass man vor bestimmten Situationen erstmal
Angst hat oder so. Bei ihm ist es vielleicht besonders stark ausgeprägt, aber jeder hat da seine Einschränkungen sozusagen. Naja, und je älter man wird, desto weniger wahrscheinlich geschmeidig reagiert. Genau, hat auch den Lebenspartner verloren, also ja, an der er ja offensichtlich sehr gehangen hat und ja, mit der zusammen sein Leben geführt hat, und plötzlich ist sie nicht mehr da und ja, vereinsamt dieser Mensch, ne, ganz, ganz stark. Von der Tochter hat er sich emotional getrennt durch diese Beziehung, die sie eingegangen hat, oder jedenfalls ist es sehr, sehr wenig geworden, jedenfalls was sie sich zu sagen haben, und er kann das irgendwie gedanklich nicht mitgehen und will es auch nicht mitgehen, und ich glaube, das ist ein Zustand, also der sehr, sehr häufig da ist, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist zu befürchten. Ja, ja. Ja, danke für diesen Film, die Geschichte wird über Gesichter, über Gesten, über Stimmungen und Bilder erzählt. Das hebt sich meiner Meinung nach sehr wohltuend von diesen bebilderten Hörspielen ab, die wir leider viel zu oft im deutschen Kino haben. Die Handlung wird nicht kaputt gequatscht. Das fand ich jetzt sehr schön bei dem Film. Und ein Eindruck, den ich noch habe insgesamt, ist, finanzielle Not scheint erfinderisch zu machen und sich positiv auf eine Produktion auszuwirken, wenn die Leute vor und hinter der Kamera was können. Wenn man auch Glück hat und Jürgen Prochnow für die Hauptrolle gewinnt vielleicht. Und ist auch sehr schmerzhaft manchmal, ne? Und finanzielle Not. Also ich meine das nicht in Bezug jetzt auf mich, sondern in der Beziehung, dass man von vornherein weiß, ich kann einfach diese Einstellung nicht machen, ich kann das nicht, ich habe die Zeit nicht dafür, ich habe die Drehtage nicht dafür. Und man muss sich mit dem einrichten, was man hat. Und das finde ich also für ein Erstlingswerk ist das also ganz enorm, ne? Damit zurechtzukommen mit sowas und wie ich finde, anständigen Film zu produzieren. Und noch eine Frage an Sie persönlich, Herrn Prochnow, bei welchen Film hatten Sie bei den Dreharbeiten am meisten Spaß? Also sagen wir mal so, ich hatte Freude bei einigen Filmen, eigentlich fast allen Filmen, die ich mit dem Wolfgang Petersen gedreht habe, oder überhaupt allen Filmen, richtig Freude. David Lynch, richtig Freude. Jeder Drehtag, also großartig. Also das und das gibt es halt eben. Ne? Und bei uns hier war es so, wir mussten uns irgendwie zusammenraufen und gucken. Wir kannten uns ja auch gar nicht, haben zuerst mal zusammengearbeitet. Und es wurde ja auch ständig am Drehbuch was geändert, musste auch geändert werden aufgrund der Situation. Das Mädchen ist viel zu spät in die Produktion reingekommen und so. Also das waren alles Voraussetzungen, mit denen wir fertig werden mussten, dass diese Art von Freude oder Genuss, den man manchmal haben kann beim Drehen, gar nicht aufkam einfach dabei, ne? Sondern es war jeden Tag eine ganz starke Auseinandersetzung. Ne? Ja? Absolut, ja, absolut. Wir haben drum gekämpft, aber ich glaube, wir haben es nach Hause gefahren. Ja. Ich war an einer Stelle ein bisschen überrascht, fast verwirrt. Und zwar war das da, als Herr Konrad den Raub der Goldkette entdeckt. Er betrinkt sich hier erstmal und ich dachte, jetzt macht er gleich was unglaublich Dummes. Aber eigentlich macht er was unglaublich Kluges. Hat er sich da nur Mut angetrunken oder weshalb hat er die Kurve nochmal gekriegt? Ja, genau, er hat sich Mut angetrunken. Das ist auch tatsächlich was, wo wir im Schnitt auch nochmal eine Reihenfolge geändert haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es im Drehbuch war, ehrlich gesagt. Da war das Betrinken und das Anrufen, glaube ich, vertauscht oder so, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber im Endeffekt ist es so, dass er sich eigentlich dafür schon wieder entschuldigen will, dass er, aber das kriegt er natürlich dann nicht hin oder so, sie ist ja auch nicht da, aber eigentlich will er sozusagen, dass er jetzt sie verpfiffen hat, dann wieder gut machen, so bei, ja, und sagen, hey, ich fahr dich doch oder so, aber er ist schon ein bisschen aufgeweicht. Ja, genau. Und das, also wir haben das versucht, auch bei diesem Betrinken sozusagen, also das ist natürlich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das beim Betrinken zu machen, aber er hat da so einen Moment der Klarheit, ja. Also es gibt da so eine Situation, wo er sich klar wird darüber, kommt, dass er sich vor, jetzt anders, ne, verhalten will. So. Und deswegen wankt er dann da raus und geht zum ersten Mal eigentlich, das ist ja wirklich das erste Mal, dass er sein Haus verlässt, um wohin zu gehen und dort auch wirklich hinzugehen und nicht wieder zurückzukommen. Ja, und
das passiert dann dadurch halt, ja. Genau, da trinkt er sich Mut an am Ende. Ja. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, positives oder negatives Feedback? Wenn ich, würde ich sagen. Ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Ich finde es voll schön, dass Sie und ihr alle hier heute da seid. Und ich finde es ein super Gespräch. Das ist irgendwie eins der schönsten oder das schönste Filmgespräch zu diesem Film bisher. Und wir hatten schon viele. Oh, wow. Einfach dadurch, dass auch dieser knallrote Raum ist, so irgendwie so bam und so, wenn man hier sitzt. Finde ich echt schön. Vielen Dank. Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank.